ein Jahrhunderttalent des Radsports. This guy, he was so good. Eine unglaubliche Extraklasse. Wer soll diesen Mann schlagen? Jan Ullrich hat die Tour de France gewonnen. Das wichtigste und schwerste Radrennen der Welt. Da ist auf ihn eine Welt reingebrochen, mit der er nicht fertig wurde. Alle Augen sind auf Jan Ullrich gerichtet. Jan Ullrich ist raus. Ich bin absolut unter Schock. Jan war ganz oder gar nicht, alles oder nichts, schwarz oder weiß. Das Urteil 4 Jahre auf Bewährung. Jan ist ein Grenzgänger. Außerirdisch war das für mich. Alle Augen sind dann auf Jan Ullrich gerichtet. 23 Jahre alt, der gebürtige Rostocker, der jetzt in Meerdingen am Thuniberg im Kaiserstuhl wohnt. Wahnsinnsleistung von Jan Ullrich. Die Uhren bleiben stehen bei 8:22. Die Führung, 10 Sekunden Vorsprung vor Christoph Moreau. Bjarne Riis, der Toursieger von 96 und Kapitän des Teams Deutsche Telekom, fuhr nicht in die ersten Ränge und verlor auf seinen Stallgefährten Jan Ullrich 13 Sekunden. Das Entscheidende ist, sich über die 3 Wochen gut zu fahren. Und das hat er letztes Jahr bewiesen, das hat er die Jahre vorher bewiesen. Und es kann nur einen Kapitän geben, der ist Bjarne Riis bei uns. Die schweren Bergetappen in den Pyrenäen. Die Stunde der Wahrheit rückt näher. Das Unternehmen Mayo Schon kann beginnen. Bjarne Riis weiß, dass nun die Frage nach der Vorherrschaft im Team Deutsche Telekom entschieden wird. Eine schwere Etappe steht an nach Ludon-Vielle. Das war für uns ja auch nicht ganz einfach. Was machst du jetzt halt, wenn der eine halt eine Flasche braucht und der andere? Aber du hast nur eine, wem gibst du jetzt die Flasche dann halt? Ja, also fürs Team. Ich würde mal denken, wir haben einfach versucht, uns da komplett rauszuhalten. Wir haben ein deutsches Team mit einem deutschen Sponsor, mit einem deutschen Supertalent, wo wir alle wissen, der kann sowas gewinnen. Aber auf der anderen Seite muss man Respekt haben vor dem Vorjahressieger. Ich denke, die Diskussion, ob Ullrich die Tour gewinnt, die ist absolut seriös, auch wenn er nicht der Kapitän ist. Er liegt über eine Minute vor Bjarne Riis. Tja, und man muss ja jetzt schon anfangen zu spekulieren, wo will Bjarne Riis eigentlich diese über eine Minute Ullrich abnehmen, wenn der so weiterfährt wie heute. Bjarne Riis in den Fängen seiner eigenen Taktik und der Konstellation der Rennentwicklung bei dieser Tour de France. Eine ganz, ganz pikante Situation. Jetzt wieder die Attacke von Richard Virenque. Richard Virenque wird sofort gekontert von Jan Ullrich. Unglaublich. Die Attacke von Richard Virenque hat Riis in Bedrängnis gebracht und Ullrich ist locker mitgefahren. Und das ist die erste Schlüsselszene der Tour de France 1997. Der Merdinger sprintet nicht mal um den 2. Platz. Die Radsportfans und Konkurrenten verstehen die Welt nicht mehr. Niemand begreift Ullrichs Zurückhaltung, denn jeder sieht seine Topform. Für Bjarne Riis wird die Tour zur Tortur.
Ja, da siehst du mal, was er für einen Charakter hat. Da stellst du erstmal dein persönliches Ich in Schatten. So, ob du wohl genau weißt, ja, das Ding hätte ich auch abschießen können. Jetzt steigt die Spannung. Jetzt muss es sich zeigen, wie stark ist jeder Einzelne. Jetzt kommt Karak. Und wieder springt Ulrich ans Hinterrad. Der Junge fährt wie von einem anderen Stern. Das war eine schwere Etappe. Ich kannte die Strecke gut und wir bei Festina hatten beschlossen, diese Etappe den ganzen Tag über hart zu gestalten. Es gab also ein schnelles Rennen. Und unverdrossen kämpft Rolf Aldag. Die Etappe selber für mich, weil ich vergesse mal, ewig lang. Am vorletzten Berg bin ich abgehängt gewesen. Das heißt, selber die Einfahrt nach Alcalis habe ich gar nicht mehr mitgekriegt. Also ich musste eigentlich nur noch hochkommen. Und man sieht es dann natürlich im Fernsehen mit dem Bewusstsein der eigenen Schmerzen, dass der halt im großen Kettenblatt losgefahren ist. Das sehen wir gerne. Ulrich versucht zu gehen und er greift an. Karak kann nicht folgen. Ulrich forciert. Nicht umgucken, Jan. Nach vorne, nach vorne, nach vorne. Jetzt räumt Ulrich richtig auf hier. Fährt jetzt vorne raus. Das Monte Finale, aber. Ich erinnere mich im Schlussanstieg an eine Attacke von Jan, die uns zunächst überrascht hat. Jan ist einfach losgefahren und wir haben ihn nicht wieder gesehen. Eine unglaubliche Extraklasse. Das ist ein glanzvoller Tag für den deutschen Radsport werden, wenn Ulrich das durchhält. Dass man so viel da Druck auf die Pedale ausüben kann, so, und der zieht da 600 Watt und noch mehr durch, da ohne, das ist ja... Der fährt hier, als ob es überhaupt nicht bergan geht. Da war der Berg neu, gefühlt neu. Das heißt, ich hatte dazu keine Beziehung, keine Historie. Aber wenn man dann halt wieder rauf fährt und dann vergleicht zu den Bildern mit Jan, mit dem großen Kettenblatt, wo dann halt 10 Jahre später mit so einem kleinen Kettenblatt, während Jan halt mit dieser reinen, puren Kraft da losfährt und hinten fliegt halt alles in die Luft. Das war erst in den Jahren danach, wo es sich so wirklich gesetzt hat. Nicht immer umgucken, Jan, das hast du nicht nötig. Vorne liegt das Ziel, hier oben. Und ich glaube, dass diese Etappe auch in die Geschichte eingehen wird. Es war so, so berauschend, so ist für mich ja auch einfach unerklärlich. Und
Das wird jetzt zu Hause in Deutschland eine Begeisterung sein, vor allen Dingen in Meerdingen, wo er lebt. In Rostock, wo er geboren ist, in Hamburg, wo er groß geworden ist, in Berlin, wo er bei Dynamo trainiert hat, damals noch unter Peter Becker, mit dem er nach Hamburg gegangen ist. Jan Ullrich, der junge Deutsche. Der zweite der letztjährigen Tour de France fährt in Gelb und gewinnt die Etappe von Andorra a Calais. Ja, gewinnt das Ding dann in Andorra, ja, im deutschen Meistertrikot. Also das war Wahnsinn. Ja. Da bin ich fast ausgeflippt zu Hause. Wahnsinn, das war der absolute Wahnsinn, was ich jemals gesehen habe von mir. Das haben wir hier angeschaut, im Engeltrip. Und alles hat geschrien und gemacht, wie verrückt. Also das war eine richtige Sensation für uns. Ja. Happy, happy! Super, super! Das ist wahnsinnig, gell? Wir hoffen halt, dass es halten kann. Und wir werden auch nach Colmar fahren und zum Robalo. Literally. He was going to be the best there ever was. Eigentlich war er auf dem Weg, der Beste zu sein, den es je gab. Raymond Poulidor, einer aus dem Kreis derer, die nie Merckx schlagen konnten, stand 1997 dabei und sagte voller Ehrfurcht, das ist Merckx. Wir blieben mit diesen Erwartungen, mit dieser Vision zurück, dass die Zukunft Jan Ullrich gehören würde. Also ich kann es kaum fassen. Ich habe eine Gänsehaut gehabt, wo ich das gelbe Trikot übergestreift bekommen habe. Und ich habe damit nie gerechnet. I was on the roadside because I was, ich stand am Streckenrand als Gast auf Einladung von Cofidis. Bei denen stand ich unter Vertrag. Und ich weiß noch, ich dachte, mein Gott, niemand wird diesen Kerl in den nächsten 10 Jahren schlagen. Nobody's beaten this guy for 10 years. Und da sehen wir den Mann im gelben Trikot, Jan Ullrich. Er hat diese Voraussetzungen. Das beweist er natürlich hier in diesem Zeitfahren. In diesem Augenblick. Ganz besonders, als er den Liebling der Franzosen, Richard Verrac, einholt, an ihm vorbeifährt. Und die Franzosen auch hier im Zielbereich, die freuen sich ganz besonders, komischerweise, über diesen Augenblick. Aber das spricht natürlich für Jan Ullrich. Unglaublich, unwahrscheinlich. Und hoffen wir, dass wir solche Bilder in den nächsten Jahren noch öfter sehen dürfen. Er saß exzellent auf dem Rad, zog enorme Kraft aus dem Rücken und fuhr im Zeitfahren immer stark. Wer soll diesen Mann schlagen nach seinen Vorstellungen in den Pyrenäen und nach seiner Darbietung heute? Das ist Peter Becker, der Trainer von Juan Petit-Antonvio, c'est l'entraîneur de Jan Ullrich, et c'est Team Deutsche Telekom. Peter Becker, was soll man dazu sagen? Das ist fast ein Jahrhundertereignis im Sport, ohne es übertreiben zu wollen. Wie kommentieren Sie denn diese Explosion? Was soll man dazu sagen? Ich weiß nicht, wo der Kerl das hernimmt. Das, meine Damen und Herren, sind die Tränen einer glücklichen Mutter. Das ist die Mutter von Jan Ullrich. Sie hat ihn seit Weihnachten nicht gesehen, ihren Jan.
Ulrich fuhr heute einmal mehr gewohnt souverän. Er hat im Hauptrück das Ziel erreicht. Einen Etappensieg in Colmar konnte er sich und den Fans nicht gönnen. Aber wichtig ist, das gelbe Trikot gehört weiterhin ihm. Und die, die man jetzt im Vordergrund jubeln sieht, das sind die Merdinger. Drei Busse voll sind sie hier angereist. Auch eine Gruppe aus Rostock, Fans und Familie. Und die Mutter von Jan Ulrich, die extra hier angereist ist, die war dann auch die Einzige, der es vergönnt war, Jan Ulrich hautnah zu erleben und mal noch in die Arme zu schließen. Ich habe echt versucht, im Vorfeld das abzuklären mit Jans Manager, dass ich auch wirklich dann wirklich die Gelegenheit habe, mit Jan zusammenzutreffen. Und sei es bloß ein kurzer Augenblick, aber ich brauche das jetzt mal wieder und er, glaube ich, braucht es auch. Klar, es war heute ein Heimspiel für Ulrich, denn Colmar liegt gerade mal 40 Kilometer von seinem Heimatort Merdingen entfernt. Aber heute hier, das ist extrem. Also wirklich viele, viele Schilder mit unseren Namen drauf und Deutschland fahren und man fühlt sich hier fast in Frankreich wie in Deutschland. Und wenn es jetzt nicht weiter regnet, sagen sie, bleiben sie noch ein bisschen hier und feiern mit. Zurück ins Studio. Wir wussten, das ist der letzte schwere, gefährliche Tag und hatten natürlich auch gehofft, dass es auch die anderen so ein bisschen die Füße stillhalten und einsehen, dass sie keine Chance haben. Das haben sie aber nicht gemacht. Die haben voll auf Angriff gefahren und war eine schwere Etappe. Ja, ich hatte einen Schokoladetag. Ja. Ich konnte ihn hervorragend unterstützen. Wenn ich jetzt nicht da gewesen wäre, vielleicht hätte er es auch alleine geschafft. Ich kann es nicht sagen. Immer wieder angeführt von Udo Bölz. Was leistet dieser Pfälzer hier eine Arbeit? Ich beobachtete Jan und ich sah, dass er krank war. Er hatte ein Problem. Damals trugen wir noch keine Helme, sondern Mützen. Ich war etwa 15 Fahrer hinter ihm. Er nahm seine Mütze und ließ seine Hose herunter. Das Problem? Er hatte Durchfall, machte in die Mütze und schmiss sie weg. Damals war der Funk gerade neu und damit gab ich durch, alle Mann nach vorne. Wir attackierten und fuhren das Feld auseinander. Es war schon eine tricky Situation, weil er auf keinen Angriff mehr reagiert hat. Er konnte so seinen Tritt fahren und ich habe gesagt, ja, mitgehen, es geht nicht, hat er gesagt. Ja. Und ich bin dann vorne gefahren und dann habe ich natürlich versucht, so ein bisschen zu beschleunigen, aber er konnte nicht mitfahren. Er hat immer, ein bisschen langsamer, so geht's. Er musste jetzt alles alleine besorgen, hat nur noch Bölz bei sich. Delikate Situation. On a attaqué, Jan il a lâché. Jan fiel zurück. Ich glaube, wenn seine Helfer nicht bei ihm gewesen wären, dann verliert er die Tour. Aber niemand wollte mit mir zusammenarbeiten. Ich war auf dem Weg, die Tour zu gewinnen und alle anderen Fahrer sagten, nein, wir warten auf Jan. Was gewesen wäre, wenn, ja, das weiß man nicht. Tatsache ist, dass wir die Ausreißer wieder zurückgeholt haben, die gefährlich waren. Und das war das Wichtigste. Vor allen Dingen für Ulrich kein Risiko. Da hinten rollt er und Zabel gewinnt den Sprint. Die Vogesen haben wir hinter uns. Die letzte Attacke auf Jan Ulrich ist überstanden. Das gelbe Trikot nun bei Hagen Bosdorf.
Ich muss erstmal von vornherein unsere Mannschaft loben. Er ist wieder gefahren für mich und der hat sich auch aufgeopfert. Und ja, ist ja nochmal alles gut gegangen. Also diese harten Antritte. Ich habe ein bisschen schlecht geschlafen heute Nacht, aber ansonsten geht es mir ganz gut. Aber diese harten Antritte, ich bin halt nicht mitgegangen. Ich habe es nicht gesagt, ich habe es eigentlich geschrien. Quäl dich, du Sauer, habe ich gesagt. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist ein Triumph sowohl für Jan Ullrich als auch für seine Mannschaft. Der 23-Jährige hat das wichtigste und schwerste Radrennen der Welt mit mehr als 9 Minuten Vorsprung gewonnen. Jan Ullrichs Vorsprung in der Gesamtwertung auf den zweitplatzierten Richard Virenque aus Frankreich. 9 Minuten und 9 Sekunden. Vielleicht nur ein Wort an deine Fans in Meerdingen. Erstmal möchte ich das ganze Team erstmal danken, dass mir das ermöglicht hat, und an meine Fans, die mit mir gelitten haben. Und die. Hey! Dann ist okay. Unglaublich. Da kommt Jan Ried. Ja. Glückwunsch. Danke. Das ist der Augenblick, der jetzt zählt. Und den sollten auch wir genießen. Jan Ullrich hat die Tour de France gewonnen. Es ist überwältigend echt. Jetzt ist es wohl wirklich wahr. Jetzt können wir das wirklich jetzt für bare Münze nehmen. Wundervoll, wundervoll. Gabi, was geht da in Ihnen vor? Ich kann nicht viel dazu sagen. Ich bin einfach nur glücklich und freue mich für die Jahre. Die Menge gerät langsam in Ekstase. Vorne das erste Auto mit Zabel, mit Ullrich in der Mitte und mit Diane Ries. Hier haben wir Jan Ullrich. Immer wieder muss er Hände schütteln, Autogramme geben. Und jetzt kommen wir hier nach Deutschland und die ganzen Straßen voller Leute. Und dass wir so ein Fieber hier ausbrechen lassen haben, das ist unglaublich. Udo ist bei uns. Jetzt sind Sie durch die Stadt gefahren in Bonn. Rolf, wie geht es einem so als Star? Aber ich kann es gar nicht beschreiben. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Eigentlich hat uns das alles so ein bisschen überfahren. Du hast dich natürlich drüber gefreut, ja. Also, ist ja ganz klar. Aber direkt danach, da ist das einfach zu viel. Man ist ja kein, ich sag mal, gestandener Medienprofi, sondern es bricht alles auf einen herein. Eine hervorragende Mannschaftsleistung. In Germany in 1997. In Deutschland hatte Boris Becker 1997 sein Karriereende erreicht. Steffi Graf zum ersten Mal kein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Und um Michael Schumacher gab es Kontroversen. Die Monarchen des deutschen Sports erlebten schwierige Zeiten. Einer ersetzte den anderen und nun kam Jan. Er war psychologisch nicht ausreichend auf einen solchen Druck vorbereitet. Zu siegen ist nicht das Schwerste, aber den Sieg zu pflegen, gleich wieder das nächste Jahr vorbereiten. Kluge Leute hätten am Abend seines Sieges gesagt, ruhig bleiben, wir bereiten die nächste Tour vor. Stattdessen haben sie alle Anfragen der Medien akzeptiert, der Sponsoren, all die Empfänge, alles zugelassen. Er ist an einen Tornado geraten, in ein Umfeld, das ihn überholt hat. Das war nicht Jans Ding. Er ist in eine Blase geraten, die nicht seine war. Er ist direkt darin verloren gegangen. Das war der erste Fehler und ich glaube, es war der entscheidende Fehler für alles, was noch kam. Mit Ruhe und mit Verwunderung erträgt Jan Ullrich den Dauerjubel. Immer an seiner Seite Manager Wolfgang Strohband. Ein dankbarer Job, denn die Sponsoren stehen Schlange. Ich glaube, teilweise hat er selbst gestaunt, was da passiert ist.
Allein im Oktober und November hatte Jan Ullrich rund 50 Repräsentationstermine und gab mehr als 100 Interviews. Und dann war er beim Bambi und Sportler des Jahres. Und gerade beim Bambi, wo er jetzt nicht nur Athleten, also Sportlerinnen und Sportler waren, sondern auch aus ganz anderen Bereichen Schauspieler, die ihn dann kannten und so, da hat er sich selbst gewundert, was passiert hier eigentlich gerade mit mir. Und war aber nach meiner Beobachtung auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil er es dann schon auch gut fand, wenn er sich wieder zurückziehen konnte und eigentlich irgendwann mal das Radfahren wieder begann. Ja. Erster Trainingseinheit, Hals- und Beinbruch. Und 150 war der Plan, alles weiter unterwegs. In dem Sinne, gute Fahrt. Wenn Krankheiten und Defekte um ihn einen Bogen machen und er wiederum einen Bogen um Doping und andere Dummheiten macht, dann steht Jan Ullrich wieder vor einer erfolgreichen Saison. Das meinen zumindest Konkurrenten und Medien, für die Ullrich im Moment noch makellos ist. Ich habe genug Schwächen, bloß die werden sie rechtzeitig entdecken, wenn ich meine Leistung nicht mehr so bringe, wie erwartet wird. Das ist ganz klar. Jetzt momentan gute erste deutsche Toursieger und was soll man Negatives darüber sagen. Da gibt es momentan nichts darüber zu sagen. Bloß wenn jetzt der erste Wettkampf kommt oder wo ich nicht vorne fahre oder so, dann wird schon einiges Negatives geschrieben werden. Das weiß ich jetzt schon. Er liebt die Ordnung, aber er liebt nicht das Tun dafür. Und wenn es dann schwer geht und wenn nicht funktioniert, dann kapituliert er. Was ist los mit Jan Ullrich? Er hebt die Hand. Hat er Defekt? Ja, er hat Defekt. Eine ganz bittere Situation jetzt auf dieser langen Abfahrt. Ja, dramatischer kann es überhaupt nicht mehr sein. Und mehr Pech kann man eigentlich gar nicht mehr haben. Pantani. El Pirata. Er war besser als Pantani. Bin der Meinung, bin ich heute noch. Jetzt läuft alles gegen Jan Ullrich. Ich habe ihn dann noch eine Verpflegung geholt am Galibier, unten am Fuß, was ich noch machen konnte und wollte es ihm geben. So ein Flüssigenergiedrink mit viel Zucker. Und den hat er abgelehnt. Ja. Und ich habe gesagt, ja, das ist jetzt noch lange, bis man oben ist und so. Und es wird immer kälter. Hat auch keine Handschuhe genommen. Dann sind wir da hochgefahren. Ich glaube, das war sogar Schneeregen. Und dann hat er einen Hungerass bekommen. Ja, also so ein war ohne Energie. Und da fing das ganze Drama an. Er bricht ein. Irgendwas ist da schiefgelaufen heute. Ja, wir haben schon gemerkt, das bringt gar nichts mehr. Das muss einfach nur ins Ziel kommen und dann war es das für den heutigen Tag. Und Marco Pantani, der neue Träger des gelben Trikots. Mit einem Rückstand von 8,57 kommt Jan Ullrich ins Ziel. In diese letzten 8-9 Kilometer, waren es die schwersten, die Sie bisher erlebt haben als Rennfahrer? Sicherlich mit die schwersten, ja. Also es ist, man quält sich immer und ich habe mich jetzt genauso gequält, als wenn ich um Sieg fahre, bloß dass ich halt hinterher fahre und noch mehr Zeit einbüße. Aber man quält sich hoch und man denkt an jeden Meter, wo man vorankommt, dann hoffentlich ist bald der Zielstrich da. Ich bin auch nicht von ausgegangen, dass ich dieses Jahr oder drei oder viermal, fünfmal am Stück die Tour de France gewinne. Ich liege immer noch ganz gut auf Platz 4, denke ich. Und ist noch einiges drin, die Tour ist noch 6 Tage lang. Und hat sich jeden Tag bedankt und ja, und hat auch immer gesagt, ja, die Mannschaft hat mich heute wieder so weit gebracht und so. Und das ist, ja, dann wächst man natürlich auch mit dem Lob, ja, und ist auch gewillt, immer alles zu geben für den. Jetzt kommt Jan Ullrich. Kann er noch einmal beschleunigen? Ullrich oder Pantani? Gut gemacht. Und Sieg für Ullrich. Ullrich gewinnt die Etappe. Pantani verteidigt sein gelbes Trikot.
Massenauflauf rund ums Bonner Rathaus. Tausende auf dem Marktplatz warten auf die Helden der Tour de France. Das Team Deutsche Telekom! Ganz vorne, wie gewohnt, Jan Ullrich. Bei der diesjährigen Tour de France belegte er Platz 2. Ist so alles eigentlich gut gelaufen, bis auf das Doping da, die Geschichten. Wie fandst du das? Beschissen.